Was haben unsere Jungs nicht alles in letzter Zeit erlebt? Erst haben sie das gesamte World Wide Web lahmgelegt, dann sind sie auf eine Burg geflüchtet, haben dort Bekanntschaft mit einem falschen Grafen und seinem adeligen Diener gemacht und schlussendlich hat Hef, der Chef, seine Angestellten an den Burgherrn vermietet. Angeblich zu Folterzwecken. Was ich aber immer noch nicht so recht glauben kann. So fies kann doch selbst Hef nicht sein, oder? Alex, jetzt beruhig dich mal wieder. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass uns der Chef an den Grafen verkauft hat. Jetzt sitzen wir hier in diesem ekligen Verlies und warten darauf, dass wir gefoltert werden. Eigentlich sollten wir uns langsam dran gewöhnt haben, wie der Chef uns behandelt. Naja, er hat uns ja nicht verkauft, sondern nur vermietet. Ja, als ob es das besser macht. Hallo Jungs, na, seid ihr schon aufgeregt? Meine Güte, was habt ihr denn für eine Laune? Hier herrscht ja eine Stimmung wie 3 Tage Regenwetter. Ihr seht so aus, als ob ihr auf eure Henkersmahlzeit wartet. Seid ihr etwa immer noch beleidigt, weil ich euch an den Grafen ausgeliehen habe? Ey Sven, ich höre schon wieder Stimme, obwohl keiner da ist. Ich habe auch schon wieder diese nervtötende Stimme im Ohr. Wo die wohl herkommt? Ist seltsam, dass wir die auch beide hören. Ah, ich sehe schon. Ihr wollt mich mit Missachtung strafen. Jetzt stellt euch doch nicht so an. Dazu haben wir ja wohl allen Grund. Nein, habt ihr nicht. Ihr werdet natürlich nicht gefoltert. Echt? Dann war das nur ein Witz? Nein. Hä? Es wird euch kaum ein Härchen gekrümmt werden. Ich verspreche es. Kaum? Also ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gar nicht. Dann ist ja alles wie immer. Also, es sieht folgendermaßen. So, da sitzen sie ja alle beisammen. Na, habt ihr euch in meinem Verlies schon ein bisschen auf eure Rollen eingestimmt? Was denn für Rolle? Och, Herr Hef, haben Sie Ihren Mitarbeitern etwa immer noch nicht erzählt, für welche Aufgaben Sie in meiner Burg angedacht sind? Ich wollte gerade... Ach, sparen Sie sich ruhig den Atem. Ich werde das selbstverständlich gerne für Sie übernehmen. Gonzales! Gonzales! Si, Senor. Spiel zur feierlichen Verkündigung. Fanfarenklänge. Si, Senor. Nein! Vielen Dank, Gonzales. Du spielst wirklich immer besser. Si, Senor. Keine Folter kann so schlimm sein wie das Geschrammel von Gonzales. Si, Senor. Oh, Mann. Wo sind wir stehen geblieben? Sie wollten gerade... Ach ja, Gonzales! Nein! Ihr hättet ihn mal vor ein paar Wochen hören sollen. Wenigstens ist uns das erspart geblieben. Nun gut, ich glaube, das war fürs Erste genug Dramatik. Ja. Was für ein Drama. Nun, meine Lieben, ich habe euch ja bereits von meiner Folterkammer erzählt. Mhm. Zum besseren Verständnis muss ich etwas weiter ausholen. Oh. Ich versuche es kurz zu machen. Was? Auch ein Graf. Falscher Graf. Muss Geld verdienen. Aus diesem Grund habe ich vor einiger Zeit beschlossen, mit meiner Burg ein bisschen Geld zu machen. Genauer gesagt sieht das so aus. Ich biete historische Führungen auf Burg Peinstein an. Spezielle Führungen. Für Leute, die, sagen wir, eine gewisse Extravaganz schätzen. Aha, Folter ist jetzt also plötzlich eine Extravaganz. Unerhört. Nicht so voreilig, Herr Alex. Wie schon erwähnt, wird hier natürlich niemand gefoltert. Gott bewahre. Ihr sollt lediglich Folteropfer darstellen, um die Szenerie mit Leben und Authentizität zu füllen. Langsam beginnt's mir zu dämmern. Wir sind quasi sowas wie Halloween-Statisten. Herr Franz, Sie haben es erfasst. Aber das Ganze soll eine historische Führung sein. Ein Abtauchen in dunklere, primitivere Tage der Menschheit. Zu diesem Zweck muss natürlich alles korrekt und professionell dargestellt sein. Schließlich lasse ich mir so eine Burgführung fürstlich, also gräflich, bezahlen. Aber für so erfahrene Bühnenprofis, wie Sie es sind, sollte das ja kein Problem sein. Bühnenprofis? Na, Herr Alex, jetzt mal nicht so bescheiden. Als der liebe Herr Hef auf meine Stellenanzeige geantwortet hat, hat er mir selbstverständlich erzählt, dass Sie bereits auf allen Theaterbühnen der Welt gespielt haben. Wenn er mit Theaterbühne das Schmieretheater von unserem Chef meint, jo,
Da haben wir allerdings größere Erfahrungen, als uns lieb ist. Was hast du gesagt, Franz? Ich habe nur gemeint, dass wir auf der großen Bühne des Lebens mehr als genug Erfahrung haben. Nun aber genug geredet. Unsere ersten Gäste werden bald eintreffen. Baron Freiherr von Waldbüttelbrunn wird euch gleich mit den passenden Kostümen versorgen und für die Kammer präparieren. Sobald ihr hergerichtet seid, werdet ihr hingerichtet. Wenn ich mir diesen kleinen Scherz erlauben darf. Na, wie ich gesagt habe, alles halb so wild. Hey, seid ihr immer noch beleidigt? Stellt euch nicht so an, das wird ein Riesenspaß. Und Geld gibt's auch noch dafür. Also nur für mich. Gut, dann redet ihr eben nicht mehr mit mir. Ist auch besser für eure Rollen, wenn ihr eure Stimmbänder schont. Dann könnt ihr besser schreien. Ha! Ups. Du Schweigegelübdebrecher. Jo, sorry. Das kommt vom Burrito-Frühstück. Jungs, kriegt euch wieder ein. Wir sind eine Full-Service-Agentur. Schon vergessen? Das heißt, wir bieten alles an. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nie den Arbeitsvertrag unterschrieben. Du siehst, Alex, man lernt nie aus. Und das ist doch dein Job als Lehrlingsanwärter. Lernen. Na toll. Sehr verehrte Herren, ich habe hier Ihre Kostüme. Kennen Sie schon Ihre Rollenverteilung? Das übernehme ich. Was haben Sie denn da? Sagen Sie mal hin. Wir haben hier das Kostüm für den Herrn, der in der Streckbank langgezogen wird. Das Kostüm für den Herrn, der in die eiserne Jungfrau gesperrt wird. Und zu guter Letzt das Kostüm für den Henker mit schwarzer Kapuze und Beil. Ich will den Henker! Ruhe! Ihr habt hier gar nichts zu melden. Ich entscheide über die Rollenverteilung. Mal sehen. Okay. Alex, du musst noch ein bisschen wachsen. Also, du kommst in die Streckbank. Gemeinheit, so klein bin ich doch gar nicht. Sven, du bekommst das Kostüm für die eiserne Jungfrau. Warum denn das? Damit du nicht wieder einschläfst. Die eiserne Jungfrau ist wie ein stehender Sarg mit Nägeln auf den Innenseiten. Nägel? Die Nägel sind nur aus Gummi. Schade. Geil, dann bin ich wohl der Henker. So sieht's aus, Franz. Das wird aber nicht so leicht für dich, wie du denkst. Wieso denn das? Weil du als Henker nur eine Hose und deine Kapuze anhast. Also keinen Bademantel. Ey, warum bin ich jetzt plötzlich der Einzige, der tatsächlich hier gefoltert wird? Du wirst es überleben. Du bist der grausamste Chef der Welt. Wollen wir tauschen, Franz? Hier wird nicht getauscht. Baron Freier von Waldbüttelbrunn, Sie können die drei Mimosen hier jetzt vorbereiten. Sie werden doch bestimmt noch ein bisschen geschminkt, oder? Ganz recht. Hier und da ein bisschen Schmutz und Blut kann nicht schaden. Schön, schön. Ich warte dann oben gespannt auf das Ergebnis. Ich hoffe, ich habe meine Kamera nicht vergessen. Das wären die perfekten Aufnahmen fürs Firmenfotoalbum. Da werden sich noch meine Urenkel drüber schlapplachen. Nicht genug, dass wir uns hier zum Deppen machen. Jetzt soll das Ganze auch noch für die Nachwelt festgehalten werden. Ach, nehmt es nicht so schwer. In ein paar Tagen, Wochen oder Jahren würdet ihr darüber herzhaft lachen. Dann legen Sie mal los, Herr Baron. Und Jungs, schaut nicht so gequält. Da hat Helf mal wieder gut lachen. Wie ein kleines Kind freut er sich auf den Anblick seiner kostümierten Mitarbeiter und auch der Graf kann es kaum erwarten, seine Schauspieltruppe zu begutachten. So, dann bin ich mal gespannt auf meine Folterknaben. Waldi, lass sie rein. Jawohl, Herr Graf. Prächtig, prächtig. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, und wie viele kleine Einstichlöcher Herr Sven hat. Oh, sehr schön, sehr schön. Da sieht man die schrecklichen Auswirkungen der eisernen Jungfrau. Aha, Herr Alex ist für die Streckbank präpariert. Verlängerte Arme und Beine, hä? Ja, schön gemacht, Waldi. Schön, also wirklich schön gemacht. Und dieser gequälte Blick, ganz vortrefflich. Der ist von Natur aus so. Nein, Herr Franz als Henker, das ist allerdings eine Überraschung. Wo ich doch keiner Fliege was zu Läde tun kann. Ach, Sie müssen sich einfach vorstellen, dass ein gemeiner, gemeiner Mensch Ihre Bademäntel in 1000 Teile zerschneidet. Sehen Sie, Herr Franz, so schnell geht das mit dem bösen Blick. Ja, Herr Heff, wo ist denn Ihr Kostüm? Die Zeit eilt.
Wieso haben Sie sich denn noch nicht umgezogen? Was für ein Kostüm? Hat Ihnen der Baron etwa noch nicht Ihr Kostüm gegeben? Nein, ich spiele doch auch gar nicht mit. Ich bin nur Beobachter. Nein, nein, mein lieber Herr Heff. Da haben Sie sich getäuscht. Eine Rolle ist noch zu besetzen und auf die können wir auf keinen Fall verzichten. Waldi, bitte bring doch das Kostüm für unseren Herrn Heff. Ich eile, Herr Graf. Das geschieht dem Chef recht. Hoffentlich muss er einen Geköpften spielen. Ja, und seinen eigenen Kopf im Arm tragen. Geschämt grad recht. Ohne Kopf fühlt der sich dann genauso nackig wie ich ohne Bademantel. Hier, bitteschön, Herr Heff. Was ist denn das? Auf, wir haben keine Zeit zu verlieren. Herr Graf, wie gesagt, ich spiele doch gar nicht... Keine Widerrede, Herr Heff. Sonst muss ich Ihnen die Gage kürzen. Sofort, Herr Graf. Ich ziehe mich natürlich sofort um. Bitte, Ihr Kostüm. So, fertig. Wie sehe ich aus? Die Mütze fehlt noch, Herr Heff. Ah, ja. Perfekt. Drehen Sie sich doch mal für uns, Herr Heff. Was soll ich eigentlich darstellen? Mit dieser komischen Mütze und diesen Schnabelschuhen mit Glöckchen dran. Also bitte, Herr Heff. Sie sind natürlich der Hofner. Hofner? Ich? Nein, das geht gar nicht. Und wie das geht? Das Kostüm sitzt wie maßgeschneidert, als hätten Sie nie etwas anderes getragen. Das wird jetzt deine offizielle Arbeitskleidung in der Firma, Chef. So, meine Lieben, auf eure Plätze. Unsere Gäste sind schon vorgefahren. Herr und Frau Schindermann haben eine ganze Nacht auf der Burg gebucht. Das heißt, wir müssen ihnen das volle Programm bieten. Herr Heff, ich hoffe, Sie sind in mittelalterlichen Witzen bewandert. Ken Säuer, Graf. Die Witze von unserem Chef sind immer uralt. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vorhang auf! Während sich Sven, Franz und Alex in die Folterkammer trollen, geht der Graf in Begleitung seines neuen Heffnarren, Hofnarren, in den Burghof. Herr und Frau Schindermann sind bereits angekommen und Waldi, Baron Freiherr von Waldbüttelbrunn lädt das Gepäck aus dem Auto. Die Schindermanns, Sie sind schon angekommen. Ah, herzlich willkommen auf Burg Peinstein. Guten Tag, Graf. Darf ich vorstellen? Meinen Diener Baron Freiherr von Waldbüttelbrunn haben Sie ja schon kennengelernt. Und dieses kleine bunte Männchen hier ist mein Hofnarr Heftikus. Heftikus, begrüße bitte meine Gäste. Tag. Wie Sie sehen, ein kleiner Witzbold, unser Heftikus. Wie es sich gehört. Ihr Heftikus macht nicht gerade einen lustigen Eindruck. Der schaut eher etwas grimmig. Herr Heft, legen Sie sich gefälligst ein bisschen mehr ins Zeug. Oder muss ich Ihnen wieder mit Gagenkürzung drohen? Ist ja gut. Sie wissen doch, je bemühter jemand ernsthaft agiert, desto unfreiwillig komischer wird es. Sie werden schon sehen, nicht wahr, lieber Heftikus? Ja. Herr Heft, zum letzten Mal. Willkommen. Wie schön, dass Sie zu uns gekommen. Doch genug der vielen Worte. Ich geleite Sie zu Ihrem neuen Orte. Bitte? Er meint wohl, dass er Ihnen Ihre Zimmer zeigt. Ach so. Ja, ja. Ich hoffe, Ihre vielgerühmte Folterkammer macht mehr Eindruck als Ihr lahmer Hofnarr. Natürlich. Sie werden begeistert sein. Aber nun gehen wir erst einmal hinein. Heftikus, eile bitte voraus. Aua, verdammte Schnabelschuhe. Das war witzig. Hättest du wohl gern, du fette Schnecke. Wie bitte? Ich trat auf eine Schnecke. Da fiel ich in die Hecke. Ja. Nun ist es genug, Heftikus. Wie war denn die Anreise, Herr Schindermann? Ich sage Ihnen ein Martyrium. Herr Graf, ein Martyrium. Warum das denn? Ja, wissen Sie denn das nicht? Das Internet ist ausgefallen. Auf der ganzen Welt. Nein, das wusste ich nicht. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, leben wir hier sehr abgeschieden. Ich wollte mir mit Hilfe eines Routenplaners die Fahrtbeschreibung zu Ihrer Burg ausdrucken. Aber das konnte ich natürlich vergessen, ja? Das ist ja unglaublich. Ich garantiere Ihnen, wer auch immer das verschuldet hat, wird seines Lebens nicht mehr froh. Der doofe Hofner ist schon wieder hingefallen. Nun ja, ab jetzt müssen Sie keinen Gedanken mehr an die moderne Telekommunikation verschwenden.
Jetzt sind sie hier und können in aller Ruhe und Abgeschiedenheit die Annehmlichkeiten des Mittelalters genießen. Kommen Sie, komm. Ich bin gespannt, Herr Graf. Ich bin gespannt. Während der Graf in Begleitung seines neuen Hofnarren das Ehepaar Schindermann durch die Burg führt, warten Sven, Alex und Franz gespannt auf ihren Auftritt. Sag mal, wie kriegen wir hier unten eigentlich mit, wann es losgeht? Vielleicht sagt uns ja der Waldi vorher Bescheid. Ich muss schließlich wissen, wann ich euch die Axt über den Schädel ziehe. Sehr witzig. Schrei nicht so, mir hör dich ja. Ich kann aber nicht lauter schreien. Au! Au! Verdammt! Dieser Blutgummi-Nägel pickt mich im Hals. Ah! Hoffentlich kommen die mal bald. Ich will zurück in mein Bademantel. Ach, wenigstens kann ich hier gemütlich auf der Streckbank liegen. Warum benutzt der Graf für seine Folterkammer eigentlich keine Wachsfiguren? Wahrscheinlich sind die nicht lebensecht genug. Oh Mann, jetzt geht dieses Kettenrasseln wieder los. Das gibt's doch nicht. Wie kann denn Hef jetzt in dieser Situation Gespenst spielen? Der muss doch den Hofnarr für den Graf machen. Was ist los? Kommen Sie endlich? Nein, das ist nur ein Gespenst. Ach so, ich setz mich wieder hin. Au! Der Hef kann's einfach nicht lassen. Was machen wir dann jetzt? Ignorieren wir mal einfach. Sobald die Führung kommt, muss er doch sowieso mit seinem Spuk aufhören. Mir lasse uns nicht aus der Ruhe bringen. Der soll so viel rassle, wie er will. Okay, das ist jetzt neu. Wie kriegt der Hef dann so eine Stimme hin? Na, das sind vielleicht die Frühstücksburritos, die ihm wieder hochkommen. Was ist denn los? Ich will auch mitlachen! Halt die Klappe, Sven! Sven. Das ist aber nicht Hef, oder? Keine Ahnung. Aber langsam zweifle ich ein bisschen an unserer Hef-Gespenst-Theorie. Franz, ich hab Angst. Mir wird jetzt langsam auch ein bisschen mulmig. Vielleicht gehört das ja irgendwie zur Führung. Das hätte uns der Graf doch bestimmt gesagt. Oder vielleicht will er uns Angst injagen, damit wir schön erschreckt aus der Wäsche gucken. Warum ruft es die ganze Zeit zurück? Vielleicht willst du uns auch vor irgendwas warnen. Oh Gott, oh hey, Hilfe Franz, das kommt immer näher. Hol mich sofort hier aus der Streckbank raus. Okay, wart. Der klemmt irgendwie. Oh, mach schnell, ich glaube, es kommt gleich rein. Wart, ich kann dich nicht raus. Ich muss hier noch hochkommen. Soll ich dir jetzt helfen oder nicht? Ja schon, aber lass mich dabei bitte ableben! Stell dich nicht so an! Wer der Streckbank leid, der hält auch der Franz aus! Die Tür! So, und das hier ist unsere nächste Station. Die Folterkammer. Mein lieber Graf, ich hoffe, die ist im Gegensatz zu Ihrem mexikanischen Mittagessen historisch korrekt. Das darf man ja wohl erwarten. Natürlich, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ihnen wird ein eiskalter Schauer über den Rücken laufen, wenn Sie gleich die originalgetreuen Foltermethoden des Mittelalters bestaunen. Sehen Sie hier, die brutale Streckbank. Was macht denn der halbnackte Folterknecht da auf dem Jungen in der Streckbank? Runter von mir, Franz. Ich höre. Seltsame Foltermethoden haben Sie hier. Schatz, diese Burg ist ein einziger Reinfall. Lass uns gehen. Mit Vergnügen. Und was das gekostet hat. Warten Sie, warten Sie. Hier sehen Sie das wahre Grauen. Öffnen Sie die eiserne Jungfrau. Ich weiß nicht. Bitte, Sie werden es nicht bereuen. Also gut. Ihnen wird das Blut in den Adern gefrieren. Sieht so aus, als ob ihr Folteropfer vor den wahnsinnigen Schmerzen in den Schlaf geflohen ist. Hey, Tür zu, es zieht. Graf, wir wollen unser Geld zurück.
Ja, das ist ja eine einzige Frechheit hier. Das muss ja mal gesagt sein. Heftikus, schnell, etwas Heiteres zur Auflockerung der Atmosphäre. Haltet ein. So ein Ende muss nicht sein. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir quälen sie bis ins Hospital. Gott, was sind das für Reime? Sie haben uns jetzt wahrlich genug gequält. Jawohl, wir gehen. Kann der doofe Hofnarr nicht nochmal auf die Schnauze fallen? Auf die Schnauze fallen? Das nützt jetzt auch nichts mehr. Wir fahren nach Hause und schauen den Musikantenstachel. Das ist ja 10-mal gruseliger als das hier. Und sowas nennt sich Pannstein. Also, was für eine Enttäuschung. Da ziehen sie von dannen und tun sich freiwillig verbannen. Doch Kopf hoch, lieber Graf, schon bald nach ihrem Schönheitsschlaf, da sieht die Welt ganz anders aus und bauen sich ein Fertighaus. Ach, halten Sie die Klappe. Ein Fiasko, ein einziges Fiasko. Gott. Was hat er denn? So schlecht war das jetzt auch nicht. Ich sollte einen Gedichtband veröffentlichen. Chef? Was? Könntest du uns mal befreien? Wir sind genug gefoltert worden. Das hat noch ganz viel Zeit. Zum Hören seid ihr jetzt bereit. Meine Dichtkunst ist unübertroffen. Auf stundenlange Ergüsse könnt ihr hoffen. Hilfe! Tja, Hef und seine Angestellten sorgen anscheinend nicht nur in der eigenen Firma für heilloses Chaos. Die Führung des Grafen war jedenfalls ein totaler Reinfall. Und nachdem die Schindermanns erbost abgereist sind, beruft der niedergeschlagene Graf Graf im Rittersaal eine Nachbesprechung ein. Der Graf sieht aber sauer aus. Kein Wunder, seine historische Führung ging ziemlich in die Buchs. Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich eingeschlafen bin. In dieser eisernen Jungfrau, da war es so stickig und ich habe kaum Luft bekommen und... Und ihr wisst ja, dass ich mich in Notlagen immer in den Schlaf rette. Wieso hat denn der Hef eigentlich immer noch sein Hofnarrenkostüm an? Ich glaube, mittlerweile hat er Gefallen daran gefunden. Nun, nach reichlicher Überlegung, ungefähr ein Bruchteil einer Sekunde, bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Herr Hef, Sie und Ihre Mitarbeiter sind entlassen. Ich bin von Ihrer Schauspielkunst zutiefst enttäuscht. Gage bekommen Sie für dieses Schmierentheater natürlich auch nicht. Bitte verlassen Sie sofort meine Burg. Heute Nacht kommt zwar noch eine japanische Reisegruppe, aber irgendwas wird mir da schon einfallen. Graf, Graf! Wir waren sehr ungestüm. Doch darf ich behalten mein Kostüm? Noch so ein Reim, Herr Hef. Und ich vergesse mich. Boah, was für ein theatralischer Effekt. Boah, wie haben Sie denn das gemacht, Herr Graf? Alex, das ist ein echtes Unwetter. Kein Wunder, dass Sie Probleme in Ihrer Firma haben. Wollen Sie uns wirklich in der Nacht bei diesem Unwetter nach Hause schicken? Vielleicht wären Sie ja noch so gnädig und lassen uns eine letzte Nacht auf der Burg schlafen. Um der alten Zeiten willen. Also gut. Aber Sie fahren sofort nach Tagesanbruch. Ohne Frühstück. Also, darauf verzichten wir liebend gerne. Toll. Dann kann ich das Kostüm noch etwas länger anbehalten. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen, sonst zertrümmere ich einen Stuhl auf Ihrem Rücken. Gonzales, spiel mir ein trauriges Lied. Während draußen das Unwetter tobt, legen sich alle zum Schlafen in ihre Betten. Sven schläft natürlich sofort ein. Auch Hef schlummert selig lächelnd in seinem Hofnarrenkostüm. Und sogar Franz schnarcht friedlich, eingehüllt in 3 Bademäntel. Nur Alex liegt wach in seinem Bett und lauscht ruhelos dem tobenden Unwetter. Diese Burg macht es einem wirklich nicht leicht. Irgendwas hält mich immer vom Schlafen ab. Vielleicht hätten wir doch lieber gleich fahren sollen. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss jetzt endlich rauskriegen, was es mit diesem Gespenst auf sich hat. Wenn ich wenigstens sicher wüsste, ob das der Chef ist. Aber eigentlich kann das gar nicht sein. Der ist so in sein Hofnarrkostüm vernarrt. Da müsste ich ihn eigentlich bimmeln hören. Leise, Alex, leise. Alex, jetzt heißt es aufs Ganze gehen.
Leg mich doch wieder ins Bett. Nein, Alex, was bist du? Ein Mann oder eine Maus? Eine Maus, eine Maus, eine Maus. Gib sie zurück? Was soll ich ihm denn zurückgeben? Okay, das ist das erste Mal, dass meine Neugierde größer als meine Angst ist. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier etwas zurück will. Ah! Oh, verdammt, schon wieder niemand da. Gib sie zurück! Ach, verflixt, wo kommt das her? Kommt aus den Lüftungsschächten. Mal schauen, wo mich das hinführt. Da hat Alex eine heiße Spur entdeckt. Während er die Geräusche anhand der Lüftungsschächte zurück zu ihrem Ursprung verfolgt, wird Hef durch ein unangenehmes Körpergefühl aus dem Schlaf gerissen. Was um? Na, Gott, wie das juckt. Was ist das? Was ist das? Ich dreh gleich durch. Fühlt sich an, als ob ich aufgefressen werde. Oh Gott, brennt das. Überall kribbelt es. Was ist denn das für Tierchen? Oh, Filzläuse. Das sind Filzläuse in dem Kostüm. Ich muss sofort aus diesen Klamotten raus. Hilfe! Hilfe! Kratzend und um sich schlagend tanzt Hef wie ein wild gewordenes Rumpelstilzchen im Zimmer herum. Alex, unser kleiner Indiana Jones, hat inzwischen den Ursprung der Geräusche entdeckt. Hier sind sie am lautesten. Hinter dieser Tür ist es also. Alex, nimm all deinen Mut zusammen. Jetzt! Oder nie. Ach du meine Güte. Mit diesem Anblick hat Alex bestimmt nicht gerechnet. Vor ihm läuft Baron Freiherr von Waldbüttelbrunn in seinem Nachtgewand und ausgestreckten Armen im Zimmer hin und her. Gib sie zurück! Der Baron schlafwandelt. Gib sie von wegen zurück. Kettenrasseln. Das ist nur ein Schlüsselbund. Aber warum hält er den in seinen ausgestreckten Armen? Schlafwandler soll man ja nicht aufwecken. Obwohl mich jetzt echt interessieren würde, was er da eigentlich zurückhaben will. Und noch ein Anblick, mit dem Alex nicht gerechnet hat. Nur mit seinen Schnabelschuhen bekleidet, rennt der nackte, von den Filzlausbissen krebsrote Hef schreiend an Alex vorbei. Da wacht sogar der tiefste Schlafwandler auf. Wo? Alex, hilf mir! Ich verbrenne! Aber du brennst doch gar nicht, Chef! Burghof, Chef! Der Regen kühlt deine Haut! Was war das denn? Ach, das war nur mein Chef. Darf ich fragen, was Sie in meinem Zimmer machen? Ach so, ja, Sie haben einen etwas unruhigen Schlaf, Herr Baron, und Ihre Schlafwandelgeräusche wandern durch die Lüftungsschächte. Ich schlafwandle? Ja, könnte man so sagen.
Oder haben Sie eine andere Erklärung dafür, dass Sie mit ausgestreckten Armen im Zimmer stehen? Nein. Das ist mir jetzt aber peinlich. Was mache ich denn für Geräusche? Naja, also Sie klappern die ganze Zeit mit Ihrem Schlüsselbund und rufen, gib es zurück. Was meinen Sie denn damit? Und was sind das eigentlich für Schlüssel? Ich erinnere mich dunkel an einen Traum. Ich habe den Grafen gewürgt und von diesem Scharlatan gefordert, dass er mir meine Burg wieder zurückgibt. Und die Schlüssel? Das sind meine alten Burgschlüssel. Der Graf hat sie, als er hier eingezogen ist, durch neue ersetzt. Anscheinend haben Sie da ein richtiges Trauma. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihre Nachtruhe gestört habe. Schon okay, Herr Baron. Aber gegen diese Träume sollten Sie schleunigst was tun. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt und die Ghostbusters ruft. Nun gut, ich glaube, Sie sollten mal nach Ihrem Chef sehen. Der hatte eine ziemlich ungesunde Hautfarbe. Ach Gott, den hätte ich jetzt fast vergessen. Eine gute Restnacht wünsche ich noch. Vielen Dank. Der kleine Alex hat also endlich das Geheimnis um das Gespenst von Burg Peinstein gelöst. Mit einem anderen Geheimnis muss er wohl aber weiterleben. Und zwar, warum sein Chef immer in die haarsträubendsten Geschichten gerät. Als er nämlich Hef in den Burghof folgt, wird er Zeuge eines Schauspiels, wie es die Burg in all den Jahrhunderten noch nicht gesehen hat. Oh nein, die japanische Reisegruppe! Ich hoffe, Hef hat sich im Regen schon genug abgekühlt und ist wieder rein. Nein, Alex, leider nicht. Hef hüpft immer noch nackt und schreiend im kühlen Regen auf und ab, direkt vor der gerade aussteigenden japanischen Reisegruppe. Mit offenen Mündern starren die Japaner den nackten Hef an, allerdings nur kurz. Denn dann fangen sie sofort an, ihn zu fotografieren. Ja, eine turbulente letzte Nacht auf Burg Peinstein. Nachdem auch die japanische Reisegruppe entrüstet wieder abgereist ist und der Graf daraufhin einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, steuert alles auf einen friedlichen Morgen hin. Oder auch nicht. So Jungs, packt schon mal die Sachen in unser Auto. Vom Graf sollten wir uns, glaube ich, lieber nicht verabschieden. Ey, Chef, du hast schon dein Kostüm gar nicht mehr an. Ja, war irgendwie albern. Damit hat sich's dann wohl ausgereimt. Ruhe jetzt, ab ins Auto, wir fahren los. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin, Chef? Keine Sorge, Alex. Du kennst doch deinen Chef. Dem fällt immer was ein. Oh nein, jetzt sind wir geliefert. Oh, leck. Das war's dann wohl. Tja, haben wir Sie gefunden, Herr Hef? Wie ich sehe, haben Sie Ihre Sachen schon gepackt? Dann können Sie ja gleich mitkommen. Sie sind nämlich festgenommen. Oh. Hef, Hef, Hef. Nach all den Strapazen auf der Burg hat die Polizei ihn jetzt doch gefunden. Fast scheint es so, als ob sich unser Lieblingschef diesmal nicht aus der Affäre ziehen kann. Aber wir werden sehen. Vielleicht fällt ihm ja sogar hinter schwedischen Gardinen etwas ein.